Wir haben das seinerzeit mit der Idee kombiniert, doch einmal die Uni, so wie sie sich uns damals dargestellt hat, zu vergleichen mit der Uni, so wie sie heute hier leibt und lebt in Bielefeld. Und wir kamen aus dem Staunen nicht wieder heraus. Einen krasseren Gegensatz kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Also wenn ich mir jetzt die Studierenden angucke im Vergleich zu früher, sehe ich eigentlich nicht so große Unterschiede. Aber die, die ich kennengelernt habe, haben sich insoweit geändert, als etwas mehr Unselbstständigkeit festzustellen ist. Also wenn man hier in der Uni ist, denkt man ja, das ist ja hier politisch wie damals auch und überall die Transparente und Aktionen und Plakate. Trotzdem glaube ich, dass die Studenten heute nicht so politisch denken wie wir damals. Ich sag mal so stromlinienförmig, lieb und nett und wenig konfliktbereit waren die Studierenden oder sind sie erst seit einigen Jahren. Ich glaube, es ist einfacher an Material zu kommen, wenn man recherchieren will. Das Internet ist ja heute eine endlose Quelle für Informationen. Was ich weiß, ist, dass heute alles, glaube ich, relativ stringenter geht und schneller. Es gibt sehr viel mehr Pflichtveranstaltungen, sehr viel mehr Zwischenprüfungen und Kontrollen. Das war bei uns damals sehr liberal. Wir waren damals vielleicht ein bisschen zu breit aufgestellt, aber das Gegenteil ist, ich glaube, als hochqualifizierter Spezialist für ganz, ganz wenige Bereiche ist die Jobsuche, glaube ich, schon mal sehr, sehr schwierig. Man muss, glaube ich, mehr arbeiten fürs Studium, für die Examina, als wir das mussten. Wobei, es wurde uns jetzt auch nicht geschenkt, nicht, dass der Eindruck steht, das wurde alles so. Aber ich glaube, dass die Anforderungen heute höher sind und durchgängig hoch sind. Eine Disco in der Uni, Hochschulchor, Uniradio, alle diese Dinge, daran haben wir seinerzeit nicht im Traum gedacht. Und so kann ich mir vorstellen, dass das Studium heute wesentlich angenehmer geworden ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass der Student auch insoweit gefordert ist, sich nicht allzu sehr ablenken zu lassen. Ich glaube, dass heutzutage die Studierenden weniger Freiheit haben als wir damals. Weniger Lockerheit, weniger Spaß hoffe ich nicht. Also ich nehme die Uni Bielefeld hier in der Stadt wahr als ein Ort, der die Stadt bereichert. Nach allem, was ich hier sehe, sind die Studienbedingungen an der Universität Bielefeld sehr gut. Ja, wir haben Schwerpunkte, die schon in frühen Jahren deutschlandweit ein relativ großes Image und eine relativ große Bedeutung hatten. Ich finde nach wie vor diese Architektur dieser Unihalle gut und toll, dass man sich das vor so vielen Jahren schon ausgedacht hatte. Wenn ich mich so umschaue, habe ich also auch den Eindruck, dass die Studenten hier dieses studienbegleitende Angebot sehr gern annehmen. Jeder Student hier an der Uni hat Grund, dafür dankbar zu sein, dass ihm das angeboten wird.